Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und hier neben mir sitzt Dr. Hans-Georg Maaßen, Chef der Werteunion. Vielen Dank, Herr Maaßen, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Sehr gerne, Herr Zeller. Vor kurzem haben wir miteinander gesprochen, etwas ausführlicher, etwas überfliegerischer, deutsche Politik, Probleme in Deutschland. Heute werden wir uns ganz spezifisch auf den deutschen Verfassungsschutz und die Probleme, die damit einhergehen, begrenzen. Und zwar sind doch in letzten paar Wochen, ja, vielleicht auch sogar Monaten, immer wieder die Aussagen von Exponenten des Verfassungsschutzes aufgefallen, des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie waren der Vorsitzende, der Präsident dieses Verfassungsschutzes, des deutschen Geheimdienstes. Herr Maaßen, mir ganz generell gefragt, was ist Ihnen da ganz speziell aufgefallen? Generell, was kommt in Ihnen hoch, wenn Sie an den Verfassungsschutz, an Ihre frühere Behörde heute denken? Also der Verfassungsschutz ist ein Inlandsnachrichtendienst, ein geheimer Nachrichtendienst. Und als ich Chef des Verfassungsschutzes war, wollte ich, dass er so ist wie die Nachrichtendienste, Inlandsgeheimdienste in anderen europäischen Staaten, anderen demokratischen Staaten. Und das bedeutet, er soll sich mit der Sicherheit beschäftigen, Spionageabwehr, Sabotageabwehr. Und er soll nicht den Konkurrenzschutz betreiben für die Bundesregierung oder für die Regierung gegenüber anderen Parteien. Und was ich derzeit in Deutschland wahrnehme, aber was ich auch in Ansätzen schon während meiner Zeit als Präsident wahrnehmen musste, nämlich der Druck auf mich damals, ist, dass es Parteien gibt, die möchten andere Parteien beobachten durch den Geheimdienst. Und das halte ich für völlig inakzeptabel. Vor allem beobachten. Herr Haldenwang, Thomas Haldenwang, der aktuelle Chef des Verfassungsschutzes, fiel mit einer Aussage auf, die ich doch bemerkenswert fand. Er wollte die Parteien, aber auch die Bürger wachrütteln von einer gewissen Partei. Das ist die AfD. Er will die Bürger wachrütteln. Was schoss Ihnen durch den Kopf, als Sie diese Aussage gehört haben? Was ging Ihnen vor, als Sie Herr Haldenwang gehört haben, dass er die Bürger wachrütteln will vor einer gewissen Partei in Deutschland? Ich sehe nicht, dass es die Aufgabe eines Inlandsnachrichtendienstes ist, die Bürger wachzurütteln. Er hat zwar die Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber nicht die Aufgabe, als Wecker durch Deutschland zu laufen und die Menschen zu warnen und schon gar nicht vor einer Partei. Das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ich bin der festen Überzeugung, in einer funktionierenden Demokratie sollte ein Geheimdienst, der einer Regierung untersteht, die wieder von Parteien gebildet wird, nicht dazu dienen, andere Parteien auszuforschen. Wenn man ganz, ganz generell mal fragt, was die Aufgabe des Verfassungsschutzes, was ist konkret der eigentliche Auftrag von Chef Thomas Haldenwang? Na, der Auftrag des Verfassungsschutzes ist es, die Sicherheit und die Stabilität der Demokratie in Deutschland zu gewährleisten. Er heißt Verfassungsschutz, weil es eben um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unserer Verfassung geht. Er ist kein Staatsschutz und vor allem kein Regierungsschutz. Er dient nicht dazu, die Regierung vor der Opposition zu schützen. Also Verfassungsschutz sollte terroristische Bestrebungen, offen extremistische, gewaltorientierte Bestrebungen aufklären, gegen Sabotage und Spionage ausländischer Staaten etwas unternehmen. Und damit hat der Verfassungsschutz, denke ich, schon genug zu tun. Er hat sich auch kürzlich beim Europaparteitag der AfD hat er sich dahingehend geäußert, dass er da verschiedene rechtsextremistische Verschwörungen in der Partei, in der AfD beobachte. Was sagen Sie vielleicht dazu? War das gut, dass er das gesagt hat? War das falsch? War das schlecht? Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ich bin der Meinung, der Verfassungsschutz und auch sein Präsident sollten sich auf jeden Fall aus der Tagespolitik heraushalten. Und wenn man jetzt sagt, er wirft diese Partei, wirft der rechtsextremistische Verschwörungstheorien vor, kann man sagen, es wurden dann Stimmen laut, dass die sagten, dass er den Boden des Grundgesetzes verlassen habe. Stimmt das? Stimmt das nicht? Ging er zu weit? Wie quasi grundgesetzkonform agiert aktuell der Verfassungsschutz? Also der Verfassungsschutz nimmt nun eine sehr sensible Aufgabe wahr, weil er auch sehr sensible Instrumente hat, weil er auch eine gewisse Reputation hat in unserer Gesellschaft. Man glaubt dem Verfassungsschutz
und seinen Warnungen, weil er über Jahrzehnte im Grunde genommen so gearbeitet hat. Ich halte es hier für missbräuchlich, wenn man so etwas macht. Ich würde es auf keinen Fall tun. Und ich habe auch meine Zweifel, ob das jedenfalls von Rechtsgrundlagen gedeckt ist. Was müsste mit Herrn Haldenwang passieren eigentlich, weil wenn man jetzt ganz nach den Rechtsgrundlagen geht? Nun, also wenn er das gemacht hat, wird das mit Sicherheit abgestimmt haben mit seiner Chefin, mit der Bundesinnenministerin. Das heißt, letztendlich müsste die Chefin ihn zurechtrufen. Aber dass sie es nicht tut, zeigt auch, dass es offensichtlich in ihrer politischen Vorstellung entsprochen hat. Was ist eigentlich vielmehr auch mit einer Bemerkung oder der Gabor Steingart hat diesen Fakt aufgedeckt, dass er quasi in seinem Büro hange die Regenbogenflagge. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich will mich da nicht auf klein einlassen, aber was für ein Zeichen signalisiert, symbolisiert eben diese Regenbogenflagge in einem Büro des Verfassungsschutzchefs? Nun, die Regenbogenflagge ist nicht irgendwas Unschuldiges, nicht irgendein Stück Fahnenstoff mit Farbe und ist auch nicht einfach nur Ausdruck. Ich bin einfach für Diversität und für die Rechte von bestimmten sexuellen Minderheiten. Nein, die Regenbogenflagge ist Ausdruck einer bestimmten politischen Ideologie. Und wer diese Flagge hisst, bekennt sich zu dieser politischen Ideologie. Die Regenbogenflagge ist aus meiner Sicht genauso unschuldig, wie wenn man die rote Fahne hisst vor einem Amtsgebäude. Kann man auch nicht sagen, die rote Fahne bedeutet nur Solidarität mit der Arbeitnehmerschaft, sondern die rote Fahne ist seit jeher auch ein Instrument und Ausdruck einer politischen Ideologie. Das heißt also, wenn vor deutschen Amtsgebäuden diese Regenbogenflagge gehisst wird, ist dies ein Bekenntnis zu dieser Woken-Ideologie, einer sozialistischen Ideologie, die einfach eine andere Staatsform will, die eine totalitäre Staatsform will. Und Menschen, wie ich es auch bin und wie viele andere sind, die das ablehnen, politisch ausgrenzt und politisch benachteiligt. Wer also eine derartige Regenbogenflagge, ob im Büro oder außerhalb des Büros, hisst, bekennt sich jedenfalls zu einer politischen Ideologie und ist damit jedenfalls auch im Konflikt mit den Grundwerten unserer Verfassung, die Ideologiefreiheit der Behörden vorsieht. Sie sind ja ein liberaler Politiker, Sie sind jetzt nicht der klassische Verbotspolitiker, würde ich jetzt mal sagen. Was soll mit dieser Flagge im Büro eigentlich passieren? Wenn man jetzt sagt, Sie sind ein Liberal gegen Verbote, sollte man die trotzdem verbieten, weil sie haben eine Ideologie verspricht? Sollte man das quasi so die persönliche Freiheit von Herrn Haldenwang, wie sollte man damit umgehen? Also grundsätzlich gilt, dass keinerlei Flaggen von Ideologien vor Staatsgebäuden oder vor Gebäuden öffentlicher Einrichtungen gehisst werden dürfen. Das ist ein Grundsatz. Es gilt, dass grundsätzlich nur die Bundesflagge, dann die Europaflagge und gegebenenfalls noch die vom jeweiligen Land oder Kommune gehisst werden. Insoweit besteht eigentlich gar kein Regelungsbedarf, das ist klar. Es ist auch nicht zulässig, sage ich einmal, vor einem Bundesgebäude eine Flagge, ich sage mal, von einem Unternehmen hochzuziehen oder von Bayern München, auch wenn viele vielleicht Fans von Bayern München, ist auch nicht zulässig, versteht aber jeder, weil es auch Menschen in Deutschland gibt, die vielleicht nicht Fans von Bayern München sind. Kurzum, das Ganze ist geregelt und ist eigentlich selbstverständlich, aber dass diese Regelung nicht eingehalten wird und dass man das Selbstverständliche nicht will, sondern das Unselbstverständliche, nämlich dass eine Ideologie hier in Deutschland die Fahne hissen darf, die Flagge hissen darf vor Amtsgebäuden, ist aus meiner Sicht für die Stabilität unserer Demokratie eine Gefahr. Jetzt haben Sie die Mehrheit, also jetzt haben Sie vielleicht die Bayern-Fans angesprochen, jetzt sprechen wir noch die Fans an, die AfD gewählt haben. Das waren in Thüringen, im Bundesland Thüringen, waren das in einem gewissen Städtlein, in einem Dorf, Sonnenberg, waren das über 50%, die einen Landrat gewählt haben. In einem anderen sächsischen, da wurde sogar ein Bürgermeister gewählt. In Thüringen fiel vor allem ein Verfassungsschutzchef aus, Stefan Kramer, der sich dann dahingegen geäußert hat, dass er die Wähler quasi als brauner Bodensatz beschimpft hat. Eigentlich eine unglaubliche Aussage, vor allem aus Schweizer Perspektive, wenn man da an die direktdemokratischen Prinzipien denkt. Aber wie ist das so bei Ihnen angekommen, dass ein Verfassungsschutzchef, ein Chef einer staatlichen Behörde, Wähler als brauner Bodensatz bezeichnet? Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Ich fragte mich, was geht in einem Menschen vor, der so etwas sagt? Es wird immer von Menschenwürde geredet und von Menschenfeindlichkeit. Insbesondere die Linke führt in jedem Satz immer man kann sagen, als Monstranz hoch gegen Hass und Hetze, gegen Menschenfeindlichkeit. Menschen als Bodensatz zu beschimpfen oder andere Menschen als Pack zu bezeichnen, das geht überhaupt nicht und schon gar nicht, wenn man ein derart hohes Amt hat. Ja? Zumal er ja gerade von diesen Leuten, die er beschimpft, bezahlt wird. Das geht nicht. Und da erwarte ich auch von derartigen Funktionsträgern ein bisschen Demut gegenüber dem Steuerzahler, den er verdankt, dass er täglich arbeiten darf und Geld verdienen kann. Jetzt ist es vielleicht ist es eine abstrakte Debatte, dass ein Mann, der einer Behörde vorsteht, dass da irgendein Zitat in den Medien herumgeistert, man kann sich das nicht so recht vorstellen. Können Sie mal ganz plastisch erklären, was bedeutet das jetzt, dass ein Chef einer Verfassungsschutzbehörde eine solche Aussage, brauner Bodensatz, tätigt? Wie beeinflusst oder was bedeutet das quasi für den Alltag der Deutschen, dass eben genau so ein Mann, der solche Aussagen äußert, den Vorsitz einer Behörde hat? Nun, der Herr Kramer ist nicht ohne Grund in diese Funktion gekommen. Sein oberster Vorgesetzter ist Herr Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen. Er stammt aus der SED, die sich mehrfach umbenannt hatte, in die Linke. Er war in Westdeutschland DKP-nah gewesen, also ein Kommunist oder heute Sozialist. Jemand, der 27 Jahre vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, weil er die Verfassungsordnung Deutschlands ablehnt. Und der ist auch durch Merkels Zutun Ministerpräsident von Thüringen geworden. Der hat den Stefan Kramer geholt, der nicht die Voraussetzungen hat für diese Funktion. Nach dem Gesetz über den Verfassungsschutz hätte er die Voraussetzungen für ein Richteramt haben müssen, um hineinzukommen. Er war ist Sozialpädagoge. Er hat die fachlichen Qualifikationen nicht erfüllt. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, warum hat Herr Ramelow diesen Mann berufen, obwohl wir in Deutschland mit Sicherheit Tausende von Juristen haben, die für die Funktion geeignet wären. Die Antwort kann man sich leicht geben, weil Herr Kramer offensichtlich linientreu ist und weil er die Weisungen seines Chefs dann befolgt. Und was ich wahrnehme, ist die Weisung, alles zu bekämpfen, was rechts von dieser Partei SED Die Linke steht, auch mit Mitteln des Verfassungsschutzes. Und hier sehe ich eine deutliche Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes gegen politische Gegner, gegen Parteien, die ausgegrenzt und diffamiert werden sollen. Da muss sich jetzt der deutsche Bürger, muss sich dementsprechend auch Sorgen machen? Kann das in den Alltag übergehen? Muss man sich da wirklich, ist das eine Gefahr für den Alltag, für das gewöhnliche Leben der Bürger? Oder wie sehen Sie das? Es ist insoweit eine Gefahr, als dass, wenn der Verfassungsschutz erklärt, jemand ist Extremist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die gesellschaftliche Reputation und Anerkennung. Als Unternehmer können einem dann die Kunden weglaufen. Als Arbeitgeber oder als Mitarbeiter kann es sein, dass der Arbeitgeber sagt, also ich möchte keine Extremisten hier beschäftigen. Also es kann deutliche Auswirkungen bis hin auch zur familiären oder sozialen Stigmatisierung und Isolierung haben. Was würden Sie jetzt raten oder wie lautet Ihr Vorschlag zur Entideologisierung dieser Verfassungsschutzbehörde? Das ist natürlich eine Frage, wo man eigentlich weit ausholen müsste. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Verfassungsschutz, so wie er jetzt in Deutschland aufgestellt ist, vollkommen reformbedürftig ist. Wir brauchen keine 18 Inlandsgeheimdienste. Sie müssen sehen, wir haben das Bundesamt und 16 Landesämter und ein militärisches Amt. Und wir brauchen ein hohes Maß auch an, ich sage mal, Unabhängigkeit gegenüber dem politischen Bereich eines derartigen Amtschefs. Und wir müssten klare Regelungen haben, dass ein Geheimdienst sich aus der Politik und aus dem Tagesgeschäft heraushalten muss. Es ist nicht die Aufgabe, hier andere Parteien zu überwachen. Vielleicht jetzt ist mir gerade noch eine Scherzfrage. Nein, nicht Scherzfrage, trotzdem ernst gemeint, aber Frage in den Sinn gekommen, wenn man jetzt auf diesen Herrn Kramer nochmals zurückkommt. Wer ist aus Ihrer Perspektive eigentlich verfassungsfeindlicher? Ist es der Herr Kramer, der diese Menschen als brauner Bodensatz betitelt, oder ist das der verfemte, ja umstrittene, verteufelte Björn Höcke, der Chef des Thüringer AfD? Ach, die Frage, die würde ich ungern so beantworten. Ich sehe es jedenfalls als eine sehr große Gefahr, wenn der Verfassungsschutz sich nicht an die vom Gesetz gegebenen Spielregeln hält.
Nämlich dann kann der Verfassungsschutz, der die Verfassung schützen soll, eine Waffe gegen die Verfassung werden. Und das wollen wir alle nicht. Ganz generell gefragt, für wie verfassungsfeindlich halten Sie die AfD? Ich sage es mal so, ich kenne die AfD einfach zu wenig und ich kenne auch die Aktenlage über die AfD zu wenig. Ich bin nicht derjenige, der den Stab über die AfD brechen will. Ich nehme einfach zur Kenntnis, was über die AfD geschrieben, gesagt wird, was Einzelne auch sagen. Und ich sage mal, was mich einfach erschreckt, das sind auch Aussagen von ehemaligen AfD-Spitzenpolitikern. Ein Herr Meuthen, eine Frau Petri, ein Herr Lucke, die natürlich die Partei wesentlich besser kennen als ich, als derjenige, der an der Seitenlinie steht, und die alle sagen oder warnen vor der Radikalisierung dieser Partei. Insoweit muss man Aussagen wie von Herrn Meuthen, die ich glaube jüngst mal in der Welt getätigt hatte, ernst nehmen. Muss man ernst nehmen. Aber man muss auch sich darüber im Klaren sein, das ist eine heterogene Partei. Da mag es diese Radikalen geben. Aber es gibt mit Sicherheit auch viele kluge Leute, die in die Partei deswegen reingegangen sind, weil sie sich gesagt haben, die CDU kann ich nicht mehr wählen und nicht mehr unterstützen. Und ich gehe in die AfD, weil ich der Meinung bin, das wäre die bessere CDU. Sie sind ja immer noch Mitglied, oder Sie sind Mitglied der CDU. Die CDU spricht gemeinhin fast schon mantrahaft von dieser Brandmauer. Finden Sie das gut? Finden Sie das schlecht? Was halten Sie von dieser Brandmauer? Ich bin gegen Mauern. In Deutschland hat man schon mal eine Mauer errichtet, 1961. Und das hat zweierlei gezeigt. Diejenigen, die die Mauer gebaut haben, haben sich selber eingemauert. Und die sprachen vom antifaschistischen Schutzwall. Aber es war in erster Linie eine Mauer gegen die Meinungsfreiheit, eine Mauer gegen die Freiheit. Und das Zweite, was ich gelernt habe, Mauern fallen auch irgendwann zusammen und brechen zusammen. Was ich jetzt hier wahrnehme in der Diskussion über politische Brandmauern gegenüber der AfD ist, man schränkt damit letztendlich die AfD aus dem Diskurs aus. Man weigert sich, mit der AfD zu reden, über deren Argumente zu diskutieren. Versperrt sich gegenüber anderen Argumenten. Man wird es nicht auf ewig durchhalten. Ich persönlich bin der Überzeugung, im politischen Diskurs darf es keine Mauern geben. Man muss mit allen reden, mit allen Menschen reden. Ich habe auch immer selbst mit Extremisten habe ich geredet, weil auch ein Extremist kann ja mal Recht haben und ich kann Unrecht haben, weil ich seine Lebenswelt nicht kenne und er kann mir was Neues erzählen. Also kurzum, als Demokrat muss man mit allen reden, man muss versuchen, auch die Extremisten vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, und derjenige, der Mauern baut, will das gerade nicht. Von daher halte ich Brandmauern, wie sie genannt werden, oder so einen Schutzwall, halte ich auch für undemokratisch. Quasi Zivilisierung des Gesprächs. Jetzt fragt sich natürlich, wie ist eigentlich die Realität? Quasi, es wird immer diese Brandmauer, wird also quasi mantrahaft, wie ich gesagt habe, heraufbeschworen. Jetzt gibt es aber ein lustiges Beispiel, dass sogar im Landkreis von Ricarda Lang, der Co-Chefin der Grünen, dass da quasi Grünen-Politiker mit AfD-Politiker auf kommunaler Stufe miteinander gemeinsame Sache in gewissen Sachgeschäften machen und dann auch noch ein Bier zusammen trinken. Ist das überhaupt, sind diese Brandmauern, von denen wir immer in diesen Zeitungen auf- und ablesen, ist das überhaupt gelebte Realität in Deutschland? Es ist gelebte Realität in den Parteiführungen, sicherlich. Ich glaube, wenn einer aus der Parteiführung, ich sage mal, einen Herrn Gauland im Aufzug sieht, dann wird sie ja nicht einsteigen. Das ist die Brandmauer. Die Realität ist natürlich eine andere. Für diese Realität haben diese Brandmauern im Grunde genommen auch keine Antwort. Soll man sich vielleicht von einem Ehepartner scheiden lassen, nur weil er AfD-Wähler ist? Ja? Darf man mit ihm nicht mehr reden? Darf man auch mit einem AfD-Abgeordneten kein Verhältnis eingehen? Was macht man innerhalb der Familie, oder? Wie ist es mit dem Aufzug? Darf ich nicht mehr in den Aufzug einsteigen, wenn ein AfD-Mitglied drin ist, auf die Gefahr, dass ich gegrüßt werde? Ich sage Ihnen, diese Brandmauern sind vom Ansatz her schon undemokratisch und ich halte sie für falsch. Was würden Sie jetzt in einer solchen Konstellation, Familienverhältnis, ein Entfernter oder ein naher Cousin ist jetzt plötzlich, outet sich als AfD-Wähler, wie würden Sie jetzt da in dieser Familien
Konstellation, was würden Sie da konkret raten? Wie soll man mit dem umgehen? Wie soll er auch auf die anderen zugehen? Was würden Sie in dieser Konstellation raten? Ich würde einfach sagen, na und? Er ist Mensch geblieben. Man muss mit ihm reden. Ja? Man muss auch mit ihm durchaus über Politik reden. Und vielleicht kann ich ihn überzeugen oder er kann mich überzeugen. So ist das in einer Demokratie und so sollte es auch in der Familie sein. Letzte Frage vielleicht, einfache Frage in schwierigen Zeiten, um das Gespräch doch noch auf eine gewisse humoristische Art zu beenden. Was ist eine Frau? Eine Frau ist die zweite Variante des Menschen. Es gibt nur Mann und Frau. Ich muss sagen, ich liebe Frauen. Wunderbarer Abschluss. Vielen herzlichen Dank, Herr Maaßen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.